Haben unsere IT-Unternehmen überhaupt eine Chance gegen die amerikanische Vorherrschaft? Wir müssen unsere Unternehmen dabei unterstützen, dass sie die gleichen Wettbewerbsbedingungen haben, wie zum Beispiel US-amerikanische Unternehmen. Ein Aspekt dabei ist zum Beispiel der Datenschutz. In Europa ist alles, was nicht explizit erlaubt ist, verboten. In den USA ist es genau andersherum. Das erschwert zum Beispiel Startbedingungen für Unternehmen, die mit Massendaten intelligente neue Geschäftsmodelle entwickeln wollen. Denke dabei an junge Unternehmen, gerade auch an Startups, die hierzulande es oftmals etwas schwerer haben. Brauchen wir eine digitale Agenda für Europa? Das ist Sinn und Zweck Europas, dass wir in wichtigen Bereichen unsere Kräfte bündeln und dass gerade im Bereich der digitalen Wirtschaft eine einheitliche, wenn Sie wollen, Agenda geschaffen wird zur Entwicklung unserer Digitalwirtschaft und dass die Bedingungen, die Regulierungsbedingungen in Europa gleich sind und dass sie im internationalen Vergleich wettbewerbsfähig sind. Cyberfiction. Wie stellen Sie sich den digitalen Alltag im Jahr 2050 vor? Elektromobilität sowieso, selbstfahrende Autos, Unterhaltung und Information, anstrengungslos per Zuruf, das sogenannte User Interface, also sprich wie Sie mit Computern agieren, viel, viel einfacher als heute. Gestensteuerung zum Beispiel, Sprachsteuerung sind alles Selbstverständlichkeiten. 3D als Videoformat ohnehin, wahrscheinlich bis dahin auch holographische Formate. Also ich glaube aber noch nicht, dass wir bis dahin auf dem Mars leben werden.